Jo, es geht. Jimmy ist fasziniert von Pokémon Unite. Ist echt gut, Mann. Ist echt gut. Er hat mir gerade erzählt, was ein Jungler ist. Servus, Mann. Es klingt so, als ob er gleich den Laden auseinandernehmen wird. Was? Ich kann schon mal Insolvenz anmelden. Heute kommen die Sushi-Leute. Neu. Mit Tablett. Tablet. Mit Tablett? Eigentlich ist es schon überall in Deutschland bekannt, nur in München irgendwie immer richtig altmodisch. Aber zum ersten Mal jetzt hier im Laden. Habt ihr gecheckt, wie es geht? Ja. Ja. Ich mach nicht nur, wie kenne ich. Oh Gott, es ist so leer. Oder? Oh mein Gott, tot. Oh mein Gott. Hightech überfordert. Ein paar schon überfordert. Auch bei TVT mit dem Datum eintragen und so. Oh mein Gott. Er hat das falsche Jahrhundert eingetragen. Aber die haben auch einen Fehler gemacht. Wir haben zuerst die Abendkarte bekommen. Das heißt, unsere erste Bestellung ist mit ein paar exklusiven Sachen, die wir sonst nicht bekommen hätten. Erzähl doch kurz, was ist stressig gewesen? Unmissverständnis. Egal. Ja. Wird schon gut. Weil mein Kollege schaut sich dein Channel ab und zu an. Ich hab dich schon verführt, Mann. Ja, klingt ja das echt krass, Mann. Ja? Ja? Klingt ja das. Mega. Ja. Fand ich auch. Du würdest dann auch echt kündigen, sagen, die Investments läuft und so, alles Cashflow passt, dann würdest du auch kündigen. So. Ja, das dauert ja noch mega lang, bis es soweit ist. Man. Man kann sagen, also, ich hab dir echt die Chance deines Lebens gegeben. Naja, das muss man echt ehrlich sagen. Ich hätte zu dem Zeitpunkt aber auch nicht so viel Geld gehabt, selbst wenn ich früher investiert hätte. Ich glaube, mir auch 1000 hätten gereicht. Hä? Auch 1000 hätten gereicht. Ja. Ja, aber besser jetzt als nie. Ich bin halt noch sehr... Es war komplett krank. So hätte es keiner erwartet. Glaubt mir. Nee, das ist niemand. Das ist ja auch nicht. Ich kenne keinen, der das ist. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das ist. Doch, manchmal esse ich schon eigentlich. Ich sehe drin in diesen Supermarkt-Teilen. Und so. Diesen Sushi-Supermarkt-Boxen. Dann nehme ich so ein bisschen was. Hä? Wohl, vielleicht schmeckt der hier. Einfach Ingwer, mega gesund. Ja, ich weiß, aber mit Sushi will ich es jetzt nicht essen. Wieso ist es mit Zeitlimit? Ja, Digga, was fragst du mich? Komplett nicht hinterher. Oh. Dimi hat den Weltrekord geschafft, Zeitlimit. Oh mein Gott. Das ist ja nicht wichtig, wenn man mit Sushi, oder? Hamburger Banane. Ja. Brauchen Sie nichts? Nee, danke. Können Sie es mitnehmen. Vielen Dank. Tut mir leid. Wie hungrig der gelandet ist, okay. Wieso? Wieso gehst du nicht, bevor du es gegessen hast? Komm. Die ist für Stadt und so und dann die silberne für komplett schicki mit. Du weißt gar nicht, was ich alles geholt habe. Rolex mit Diamanten besetzt und so. Echt? Ja, ja. Das ist komplett iced out. Weißt du, was heißt das? Iced out heißt komplett. Auch ja, Alter, ich weiß halt nicht, warte. Mit dir. Oh mein Gott, Schuss geht los an Justin, oder? Ja, Mann. Justin mag überhaupt und so. Kennst du nicht? Naja, Mann. Also Rolex, du kennst schon. Ja, Rolex kenne ich schon. Ja, und die sind mit komplett Diamanten besetzt, auch Armband. Das Armband auch? Ja. Okay, aber was hat das für einen Sinn? Es glänzt wunderschön. Die sind einfach nach Gold kommt Diamanten. Kennst du es nicht? Auch der Rolex ist schön am Preis gestiegen, weißt du das, über die Jahre. Sind gestiegen? Ja, ja, insgesamt. Manche sogar verzehnfacht. Wie ist denn das, wenn du zum Beispiel das Glas bei der Rolex einen Kratzer kriegt? Hast du Garantie drauf? Die kriegen schon. Ich trage die fast jeden Tag. Ja. Bist du ein Kratzer? Nein. Wirklich? Aber bist du auch mal so aufgekommen oder einmal so? Ich dachte, oh mein Gott, vorbei, das war gar nichts. Aber hast du Garantie? Nee. Oh für die Gott. Jetzt nicht. Das ist egal, die gehen nicht so leicht. Man kann sich eine neue kaufen. Alter, das sieht voll unscheinbar aus, Mann. Ach, das ist
Geldbeutel mit Edelsteinen. Du zockst, sammelst die in digitalen Welt und jetzt sind die halt in Real. Die schauen echt gut aus, Mann. Ja. Ey, wenn man jetzt so nah dran, also so hätte ich nur gesagt. Die ist mehr wert wie das hier. Die ist so klein, Mann. Das ist 18 Karat Geldgold. Also die Steine sind schon mal gut. In der Sonne glänzt. Ach, schau mal, zum Beispiel, jetzt natürlich auf meinen Arm passt sowieso nicht, aber schau mal. Bei dir sieht man das, okay, er trägt da was am Arm, aber ich hätte jetzt nicht gesehen. Zum Beispiel, ich finde... Er ist nicht so groß. Er ist nicht so groß, aber da ist Stein. Das wäre zu teuer. Das wäre teuer. Was würde es in der Dicke kosten? Oh mein Gott. Ist so, auch Diamanten, wenn sie ein bisschen größer, der Preis geht überproportional hoch. Weil da muss der Cut umso stimmen, weißt du was? Okay. So kleine Dinge sind noch einigermaßen bezahlbar. Aber bei so größeren Dingen, dann... Wenn du die schleifst, ist die Kette aufs Gold? Ja, Geldgold. Ah, die ist Geldgold, okay. Und dann nochmal mit Steinen verheben. 75% Gold, kannst du dir vorstellen. Okay, krass. Das nur so wegen Bitcoin. Wo hast du das gekauft? Vom Marc Gebauer Shop. Ich kann nicht glauben, dass du Marc Gebauer nicht kennst. Was soll ich jetzt sagen, weil ich kenne halt nicht, Mann. Bei YouTube Marc Gebauer, Rolex, schau dir ein bisschen was an und so. Marc Gebauer. Marc Gebauer. Gebauer. Er ist Moslem, kommentiert. Okay, was ist das jetzt für eine Info für mich? Ja, einfach so. Okay. Der Einzige, der Bar bezahlt. Hast du die Karte noch nicht? 30. Das musst du echt holen. Es gibt über die kostenlose Variante. Kriegst du 1% Cashback. Komplett kostenlos. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen kann. Das ist echt einfach. Wie viele Videos machen? Ich hatte zweimal Cola, einmal das All You Can Eat und sonst nichts. 23,70. Mach mal 27. War echt super lecker. Selten so gut asiatisch gewesen. Ja. Danke, herzlich. 19,80 bitte. Also 25. 25? Ja. Dankeschön. Hast du diese App noch nicht runtergeladen? Ja, aber Dimi, ich habe dir doch alles erklärt. Du brauchst Cake und Capital.com. Ja, mit der Loop endlich ist. Ich habe dir doch echt alles erklärt. Ich habe doch Cake. Ich habe dir sogar Fotos geschickt. Ich habe Cake nur. Aha, ja. Sie? Verlaufe ich nach. Ah, okay. Dann wünsche ich einen schönen Tag noch. Danke Ihnen auch. Ciao, ciao. Du hast mir das hier schon geschickt. Ja? Ja, aber ja, ich hab dir den roten Umschlag geschickt, Junge. Oh mein Gott, ich hab dir sogar den roten Umschlag geschickt. Der rote Umschlag hat er du gratis Chrome. Ich hab dir Chrome reingetan zum Verschenken. Und keiner von euch hat den roten Umschlag genommen. Doch, ein paar haben schon genommen. Okay. Wer hat's genommen? Ich. Du? Ja, ich hatte schon lange davor. Also hat schon. Laura hat, glaube ich, genommen. Laura. Welchen roten Umschlag? Über Chrome die Einladung-Link. Da gab's Chrome von mir. Ich hab einfach Chrome reingelegt, um zu schauen, ob das war asiatisches Neujahr, so speziell. Ja, okay. Sonderangebot. Dann gab es noch Gewinnchance von Crow, je nachdem, plus nochmal $25 an Crow. Okay, nee, habe ich nicht gemacht. Oh mein Gott. Da, ich kann sogar nachschauen. In Audios habe ich dir nicht gesagt, mach crypto.com echt und so. Ich habe mir bei dir echt endviel Mühe gegeben, das weiß ich noch. Laura angenommen. Der hat es auch angenommen. Dennis leider nicht angenommen. TVA-Mitglied Milosch nicht. Munir nicht. Tati nicht. Biggie, ja? Hä, das bist du, oder? Das ist schon gut, oder? Das war mega. Echt super lecker. Wie macht sich jetzt Crypto.com? Oh mein Gott! Ich schwör! Erzähl die Hugo-Story bitte nochmal. Die ist endlich gelogen. Die ist endlich gelogen. Du wirst es sehen, Mann. Ich kann sie nicht erzählen, Mann. Erzähl doch! Ich kann's nicht warten. Oh, okay, nicht für die Öffentlichkeit. Mega Chance! Ausgaben niedrig, in Assets investieren, die dir wiederum Cashflow-Einnahmen bringen. Bis du davon leben kannst. Und dann kannst du dich loslösen, dann noch schön Puffer. Oder? Oh. So ist 1:1. Ja, so ist es. Ja, ich muss los. Ciao Leute, wir sehen uns. Ja, fahr doch los! Ich werde jetzt wieder öfter in Videos da sein. Fahr doch los für die Kamera. Peace out. Oh
mein Gott, fast hätten wir wieder die Rahmen vergessen. Okay. Hier haben wir das. Ich hab beide. Okay, wie soll ich, du musst mir dann sagen, wie ich die essen muss, Mann. Da steht doch da einfach Wasser gar nicht. Nein, das weiß ich schon. Aber deine Kombi. Einfach alles zusammen. Einfach alles zusammen? Ja, auch beide Soßen? Ja. War nicht die eine besser? Nein, nein, einfach alles zusammen. Einfach alles zusammen, okay. Oder du isst halt beide getrennt. Sag mal die Nährwerte. Oh mein Gott, die haben keine Nährwerte. Alles japanisch, Mann. Oh mein Gott. Egal. Fresh aus Japan importiert. Das wird mein Mittagessen. Danke. Das war's von mir, Leute. Ich muss schnell das Video, den Vlog schneiden. Heute, Livestream ist zurück und anscheinend Wheel of Steel, also schaut's gerne vorbei. Die anderen kommen jetzt gleich, deswegen muss ich den Daily Vlog schnell schneiden. Schaut's gerne auf Instagram und jetzt Twitch vorbei. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Natürlich in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren, serious business und ciao, Alter.